Kuriose Geschichte, da meint er bestimmt mit Dings, wa? Mit der Polizei. Ladies and Hör mal Gentlemen, ganz kurz das rein. Team ausgefallen ist. Ich kann euch aber garantieren, dass in den nächsten Tagen wirklich mehrmals Streams kommen, wovon alle mitbekommen haben. Dann werde ich diesbezüglich meine Meinung sagen. Ich werde nicht etwas Privates nehmen und veröffentlichen, was schon öffentlich ist, wo die Leute schon. Dann wird es wieder was kälter. Das sehen ein paar Thumbnails, ein paar Titel. Sammy soll sich irgendwie entschuldigt haben. Und Full Ernst macht einen Talk mit Cengiz. Ja, die Leute waren dagegen. Ich meine, guck mal, wenn Cengiz einen Talk macht, egal ob es bei Full ist, egal ob es bei Sammy ist, bei mir, bei Mo, bei Ali, egal wen, er muss vorher damit rechnen, dass sich die Leute im Chat gegen ihn stellen. Das ist. Alter, man muss doch vorher schon damit rechnen. Wenn er jetzt bei irgendeinem anderen YouTuber gehen würde, der, keine Ahnung, mit dieser Rocker-Szene und mit dieser Bubble. Warte mal, zu dem Thema, wer hat das letztens gesagt, Alter? Das war irgendein Typ, von dem man das gar nicht. Genau, der William. Leute, kennt ihr diesen William? Niavara oder wie der heißt? Oder Nivara? Kennt ihr den? Der macht so Bodybuilding-Content. Da ist mir das wieder aufgefallen. Der Bodybuilder, ja. Der hat letztens eine Reaction gemacht auf Paul Unterleitner mit seiner Freundin, ne? Paul Unterleitner und seine Freundin machen da irgendwas, ne? Ist auch scheißegal was. Da ist mir nur eine Sache aufgefallen. Er hat in seinem Twitch-Stream Leute gebannt, die anzügliche Bemerkungen über Paul Unterleitners Freundin gemacht haben. So von wegen, ja, ah, die sieht geil aus, die würde ich smashen, die würde ich so, die würde ich so. Mit der Begründung, sowas gehört sich nicht, über eine vergebene Frau solche Sprüche abzulassen und dass er sowas nicht duldet in seinem Stream. War für den Mann komplett selbstverständlich. Seitdem hat er auch meinen vollsten Respekt. Ich dachte mir direkt so auf Anhieb so, Ehrenmann, stabiler Dude, polnischer Herkunft, so viel ich weiß, hat mir echt gefallen, ne? Ja, Gandalf, Alter, guck mal, das ist halt, Bruder, wir reden gerade darüber, dass man sowas nicht macht, ne? Und du machst dann sowas. Auf jeden Fall, Dings, stabiler Dude, dass er das so handhabt, ne? Dachte ich mir so, ey, korrekt von dem. Und dann ist mir die Sache mit Full Ernst eingefallen. Ich hatte ja Full Ernst drum gebeten, dass wenn Namen von Ex-Freundin, von Familie und so weiter fällt, dass er diese Leute wenigstens einmal timeoutet oder wenn die nicht aufhören, dass er die sperrt, ne? Tom, vielen Dank für dein Abo. Und das hat ihn ja so getriggert, ne? Dass er meinte, ja, ich hätte ihm nichts zu sagen und keine Ahnung. Ich habe ihm das, guck mal, ich habe ihm gesagt, ey, so, moderier mal deinen Chat vernünftig. So und so. Guck mal, dieser Typ kriegt es nicht hin. So, er macht ein Video von mir, wir machen zusammen was. Er kriegt die, er, ich sag, ich schlag für ihn, ne? Damit es gut für ihn ist, schlage ich es vor, dass es auf seinen Kanal kommt. So, ja, ne, ich gebe ihm was, ich reiche ihm meine Hand. Und als Dank dafür kann er nicht mal so eine Kleinigkeit machen, ne? Und da dachte ich mir so, Maschallah, guck mal, jemand, den du kennst, den du drauf ansprichst, der macht das nicht, der streitet sich mit dir, ne? Und dreht voll ab. Und ein Typ, den du gar nicht kennst, Alter, der macht das einfach so von sich aus. Einfach bei einer Frau von einem anderen, nur weil da einer geschrieben hat, so von wegen, ey, die würde ich gern smashen, die sieht geil aus und dann und. So. Ja, nee, das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Entweder du hast gewisse Werte in dir, ne? Oder du hast es halt nicht. Das musste ich ja an dieser Stelle einfach nur mal ansprechen. Das war echt, also, da muss ich sagen, Respekt an dieser Stelle. Echt einfach Respekt. Und so nichts zu tun hat. Natürlich empfangen die Zuschauer den da anders, ja, weil die den nicht kennen oder erst kennen, veröffentlicht und so. Nee, nee, nee. Das ist wirklich, ey, das ist an Dreistigkeit und Ekel. Nee, Was nee. ist? Was? Wie kann man da sitzen und sagen, hey, ich will nicht, dass du das veröffentlicht und so. Nee, nee, nee. Guck mal, was ein Vogel hier auch, ne? Dass ich, guck mal, Full Ernst sagt selber sogar, da war er ja so korrekt, und Full Ernst sagt ja selber sogar, dass ich ihm nicht gesagt habe, er darf es nicht veröffentlichen. Und er setzt sich hier hin
und gibt wieder wissentlich Falschaussagen. Er tut jetzt so, als wenn ich voll ernst gesagt hätte, er darf den Talk nicht veröffentlichen. Voll ernst hat es von sich aus angeboten, daraufhin den Talk nicht zu veröffentlichen. Ich habe ihm gesagt, nein, kannst du machen. Ich habe mit keinem Wort was dagegen gesagt. Und diese Leute sind halt nur am Lügen, Alter. Das ist so. Deswegen gucke ich mir den Scheiß auch gar nicht an. Weil die halt original Lügen verbreiten. Was ist denn das? Das ist wirklich, ey, es ist an Dreistigkeit und Ekelhaftigkeit nicht mehr zu übertreffen, was in letzter Zeit passiert. Ja, aber der Mob da draußen, der weiß selber, was Sache ist. Ja, einige sind intelligent, die wissen, was Sache ist und dementsprechend können die sich ihre eigene Den Meinung bilden. letzten. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das so. Was wollte ich noch Immer ansprechen? ein. Ja, ach so. Meine, wo ist die Szene? Wo war die Szene? War noch hinter irgendwo klettern, Alter. War das nicht das Video? War nicht das Video. Wo ist denn das Video? Adam Dünen, Pauls Freundin. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist das. Wo war denn die Scheiße, Alter? Ach, das hat er noch gar nicht online gestellt. Da war der selber, glaube ich, live gerade. Ja, dann kommt das Video bestimmt noch. Naja, da war er selber live, sonst hätte ich das eben gezeigt. Der Full meinte, Mo ist loyal, wenn man mit ihm gut ist und so. Ja, Alter, ich weiß nicht, mit wem die aufgewachsen sind und auch. Das ist halt absoluter Bullshit, ne? Mo ist niemandem gegenüber loyal. Ich habe auch ein, zwei Mal korrekt mit Mo geschrieben. Und am selben Tag hat er sich noch um 180 Grad gedreht. Und Mo war auch einem Mazzak gegenüber nicht loyal. Das ist einfach ein Fischkopf, Alter. Der weiß so viel von über Loyalität wie ein Ali Osman, ja. Also, das ist alles derselbe Scheißhaufen, so. Und Mo ist genauso loyal wie ein Ali Osman, kein Zinker ist. Was für Umgebungen die kommen, um einen Menschen wie Mo als loyalen Mann hinzustellen, ja? Ich werde sowas niemals verstehen, ja? Ich schwöre euch. Bei uns würde man so einen Menschen niemals als loyalen hinstellen, ja? Er ist ein Junkie und ein Junkie macht alles, um an sein Zeug zu kommen. So. Da beleidigt er auch einen keine Neutralität, nicht weil er lustig ist, ja? Ich habe es gefeiert, so. Ich habe auch nie schlechte Äußerungen gegen Tia, der ist ein Wurm. Ja, ist gar nichts, gar nichts. Macht der Reaction und beleidigt mich. So, weiß ich meine? Ist ja logisch, dass ich dann zurückstecke. Werde ich niemals verstehen. Und wo er sagt, irgendeiner hat Anzeige gemacht in meinem Namen oder so, hat er ja irgend so einen Brief gezeigt von der Polizei. Weißt du, was ich denke? Ich denke tatsächlich, der versucht, die Polizei auf diese Bubble, auf dieses, was alles drumherum passiert, dass die Leute ihn belästigen und so weiter, aufmerksam zu machen, ohne dass er da persönlich anruft, weil wenn er das machen würde, hätte er direkt, wie nennen die das bei sich, Batman Standing oder sowas, der kann da nicht irgendwie. Batman Standing, Junge. Ich bin dann Batman. Rudi, das darfst du nicht ausdenken, Alter. Wenn ich das machen würde, hätte ich direkt Batman Standing. Ich bin's, Batman. Zu geil, Alter. Zu geil, Junge, Alter. Ein Batman Standing hätte ich dann. Die selber anrufen und sagen, ey, guck mal hier, ich kriege Pizza zugeliefert, ja, meine Adresse veröffentlicht, ich werde im Internet belästigt und so. Der kann das nicht machen so. Aber ich schwöre euch bei Gott, er würde es gerne machen. Er würde es gerne machen. Man sieht ihm doch an, dass es ihm geschadet hat ohne Ende und wie seine Fresse sich verformt und Boy. Fakt ist, ich würde es gerne machen, um so Leute wie ein Ali leiden zu sehen, Alter. Für das mit dem Pedo-Vorwurf würde ich das gerne machen. Sage ich hier ganz offen. Wallah, ich würde es gerne machen. Würde ich gerne machen, ja. Mache ich aber nicht, weil es gegen meine Prinzipien steht. Und ich bin prinzipientreuer Mensch. Aber in diesem Fall, mit diesen gefakten Vorwürfen, würde ich es gerne machen. Klar. Bin ich Mann genug, dazu zu stehen. Tue ich es? Nein. Würde ich gerne? Safe. Safe würde ich das gerne machen. Das sieht man alles den Menschen an, ja? Okay? So. Und ich denke, der hat jetzt über Internet das wirklich tatsächlich selber gemacht, hat extra als Nationalität Afghan hingeschrieben, damit das nicht so krass auffällt, dass alles eins zu eins passt.
Weil vielleicht könnte da auch irgendwo eine Information sein, die die Leute nicht wissen. Guck mal, was. War so klar. Also ich glaube, das ist jetzt der eindeutige Beweis. Das ist der eindeutige Beweis, dass diese Scheiße aus deren Richtung kam mit diesem Brief. Das ist der eindeutige Beweis, dass es aus deren Richtung kam. Wenn er jetzt ernsthaft behauptet, ich hätte es selber gemacht. Und ich hätte selber meine Nationalität gefaked. Ey. Ja, habe ich vorher gesagt, richtig. Und der würde sich dadurch verraten. Sogar das mit dem Afghanistan habe ich vorher gesagt. Sogar das habe ich gesagt. Deswegen hat er da ein, zwei Fehler gemacht. So stelle ich mir das vor. Natürlich kann das auch jemand anderes gewesen sein. Ja? Also ich kann nur sagen, von uns ist das keiner gewesen. Ja, auf diese Idee ist von uns keiner gekommen, da irgendwie online eine Anzeige zu machen, hin oder her. Nee, ist auf die Idee keiner gekommen. Also wenn's wirklich auf die Idee keiner von euch gekommen ist, dann weiß ich jetzt schon, wie die sich gedacht haben, boah, scheiße, Alter, stimmt, hätten wir machen können, wa? Also Ey. ich persönlich auf keinen Fall, weil hätte ich das gemacht, hätte ich das gesagt. Ja, Aber genau. Hätte er das gemacht, hätte er es gesagt. Genauso wie die gefakten Vorwürfe, ne? Hättet ihr zugegeben. Götin ich glaube mittlerweile, dass er das selber gemacht hat. Ja? Weil er kann nicht selber zur Polizei hingehen und sagen, ja, gerade aus der Szene, wo der kommt, kann er nicht bringen. Ja? Kann er nicht bringen, weil dann wäre das bei seinen Clubbrüdern, der hat keine Brüder, eine Ratte. Ey. Ey, guck mal, das ist so genau dieses Ding. Das ist immer dieses Ding, was ich gesagt habe, ne? Das ist immer dieses Ding, was ich gesagt habe. Ja, der Genghis traut sich nicht alleine, der schickt seine Leute, sagen die in einem Video. Einen Satz später sagen die, ja, der Genghis hat überhaupt keine Leute, der hat überhaupt keine Brüder. Ja, hier wieder. Ja, der würde Batman-Standing kriegen bei seinen Leuten. Und dann im nächsten Satz sagt er wieder, der hat keine Leute. Ja, ne. Auf jeglicher Ebene wird versucht, mich schlecht zu machen. Ja, was denn jetzt? Bin ich jetzt alleine oder bin ich nicht alleine? Wenn ich alleine bin, vor wem habe ich Angst? So, also, ja, ne, was habe ich zu verlieren dann? Batman Standing, Junge. Und deswegen glaube ich schon, dass er das per Internet irgendwie selber gemacht hat, damit die Polizei oder so ein bisschen mehr aufmerksam wird, so was hier gerade alles passiert. Ja. Weil es sind ja schon. Als wenn die Polizei nicht aufmerksam ist, wenn Ali Osman irgendwas macht, ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon einen Brief von der Staatsanwaltschaft schon mal bekommen, wegen Ali, irgendwann letztes Jahr, wo ich auf Aufforderung von der Staatsanwaltschaft zur Polizei musste und da dann schon Dings gesagt habe, ich mache keine Aussage, weil ich mich selber belasten könnte. Ist ja nicht so, als wäre das nicht schon passiert. Ich muss die Polizei jedes Jahr neu aufmerksam machen, oder was? Als wenn die nicht schon aufmerksam wären. Als wenn noch keine Leute Besuch von der Polizei gekriegt hätten. Als wenn noch keine Leute Gefährdenansprachen bekommen hätten. Als wenn das alles noch nicht passiert wäre, muss ich selber eine Fake-Anzeige machen. Krasse Sachen passiert, wenn man zurückschaut. Kein Problem, Gandalf. Es sind Sachen passiert und ich denke, es wird auch in der Zukunft noch knallen. Ja, das ist mein Gefühl mittlerweile. Es wird noch was Ordentliches auch passieren, habe ich im Gefühl. Und deswegen ist er jetzt. Ja, safe. Spätestens, wenn man euch Flitzpiepen mal auf der Straße trifft. Gerade so in diesem Stadion, wo er sagt, ja, ich muss jetzt irgendwas machen, Alter. Die einzigen, die mir jetzt noch helfen können, ist die Polizei. So. Wer soll denn helfen? Der hat keine Brüder, der hat keine Clubs, der hat gar nichts, ja. Und auch den Kontakt mit Satudarah, wie der da am Tisch saß, dann, der hat immer noch nicht alles erzählt, was da passiert ist. Da sind auch Sachen passiert, die waren nicht so schön gewesen. Ja, die werde ich nicht veröffentlichen. Das Saft passiert, die waren nicht so schön gewesen. Ey, ich mach dir sofort auf, ja? Warte mal kurz noch, ja? So 10 Minuten oder so. Okay, bis gleich. So. Weil die Leute haben mir das im Vertrauen gesagt. Aber da sind auch bei ihm schon speziell bei Satudarah so Sachen passiert, die geschmerzt haben, sagen wir mal so. Ja? Und der Dicke weiß ganz genau, wovon ich rede. So. Sobald ich das Go kriege, werde ich natürlich auch darüber reden. Aber wenn mir jemand etwas sagt, dann behalte ich das für mich. Ja? Ey, Diggi, guck mal, was er redet.
Guck mal, was er. Ey, ich freue mich so auf eure blöden Gesichter, ne? Ich freue mich so auf eure blöden Gesichter, Alter. Ich freue mich so sehr auf deren blöden Gesichter. Das wird noch sehr, sehr nice. Das wird noch sehr, sehr nice. In meinem Buch quasi. Ich sage ja immer, ich bin ein geschlossenes Buch. Ne? Auf jeden Fall, Leute, wir werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wirklich öfter streamen. Ich freue mich. Ja, okay, der Rest ist nur Dreckswerbung, dass er mit dem Stream anfängt. Ja. Das wird, also, egal. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber das wird noch sehr lustig mit denen. Und ich weiß genau, dass in sehr, sehr naher Zukunft dieser ganzen Truppe um Issa und Ali die Augen aus dem Kopf fallen werden, wenn das nächste größere Videoprojekt von mir fertig ist. Und ich freue mich jetzt schon auf deren Gesichter. Und ich bin wirklich, 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 wirklich gespannt, was sie da dann noch versuchen wollen zu drehen und zu sagen und zu tun und zu machen. Weil bei dem, was kommen wird, gibt es eigentlich keine Dings mehr. Da gibt es keinen. Also da ist dann nicht mehr dran zu rütteln. Versteht ihr? Das ist dann wirklich Schachmatt. Das ist dann wirklich Schachmatt. In diesem Sinne, meine Freunde, haut da rein. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.